Gehört. Das ist alles. Aha, also das bedeutet, Unfall ist nicht größer als das Leben selbst. Ja. Unfall, also nur ein Teil und dann, wir sind nicht gestorben. Also dann sollten wir vielleicht nicht bereuen, vielleicht. Wir sollten das positiv ansehen, dass nach dem Unfall existiere ich auch immer noch, okay, aber jetzt lebe ich ein bisschen extra aufmerksamer. Ja, klar. Gut, sieht. Okay, nächste Person. Bitte schon. Ja, kann ich? Ja, gerne, Amita. Ja, ich muss über diesem Thema sagen, dass ein Unfall sehr schwierige Zeit ist, wenn eine Person Unfall kämpfen. Nach Unfall, wenn er schlecht oder gefährlich verletzt ist, ist es nicht nur für ihn problematisch, sondern auch für die Freunde und Verwandten oder Familien von den der Person, die Unfall bekämpft. Zuerst müssen wir beim Fahrt sehr vorsichtig sein, sodass wir einen Unfall vermeiden können. Aber ja, wenn ein Unfall passiert, muss man stark sein und warten auf der Seite. Wenn alles zurück in Ordnung, wieder in Ordnung kommt. Ja, es ist alles. Alles klar. Also das heißt, stark sein und dann ja, lernen, wie es weitergehen sollte. Richtig, du hast recht, Amitabh. Stark sein, das ist immer eine schwierige Zeit. Und die Familie, ja, Familienmitglieder haben mit, ja, Gefühl, aber mit Leidgefühl, aber man muss das alles selbst eigentlich, selbst erfahren. Das Schmerzen fühlt man selbst. Die anderen auch können vielleicht, aber hauptsächlich Person selbst. Ja, Rina. Ja, guten Tag alle. Dankeschön, Sir. Ich konnte früher nicht sagen, ich war in einem Meeting. Unser heutiges Thema ist Unfall nach, Leben nach dem Unfall. Unfall, wenn es sehr schwierig, wenn es schwierige Unfall gibt, Leben geändert sich viel. Wenn es ist todliche Unfall, dann ändert das Leben radikal. Der Opfer ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch betroffen. Glücklicherweise habe ich nie solche todliche Unfälle gehabt oder erlebt. Ich bitte auch, dass es soll nicht mit jemandem passieren. Leben ist kostenlos und wir alle wollten das sehen, dass wir nicht wir sehr vorsichtig sind, wenn wir draußen sind, so dass wir können Unfälle verzichten. Nach dem Unfall ändert sich das Leben viel. Der Opfer muss seinen bisherigen Lebensstil aufgeben. Er muss nicht nur bisherigen Lebensstil, sondern auch zukünftige Pläne auch aufgeben, weil die Bedingungen es nicht zulassen. Und er bekommt abhängig von anderen und manchmal für ganzes Leben auch. Und es bekommt sehr schwierig für die Opfer.
Krishna. Das ist alles von mir. Alles klar. Richtig, Rina. Das Leben, also Weg ändert sich. Und die Sachen, die sehr wichtig waren, sind plötzlich unwichtig. Ja. Man muss alles richtig neu gestalten. Alles. Und die Sachen, die früher sehr einfach waren, und wir machen diese Sachen sehr leicht, bekommen plötzlich sehr schwierig, und sehr offen braucht immer die Hilfe. Und Leben bekommt sehr schwierig für ihn. Du hast recht, also Rina, wir nehmen vieles eigentlich garantiert. Wir merken auch nicht, also Wichtigkeit des also Körpers manchmal. Zum Beispiel die Beine. Wir denken, wofür brauchen wir die Beine? Vielleicht wenn wir gehen, aber nicht nur gehen. Ohne Beine kann man nicht sitzen. Ohne Beine kann man nicht stehen, aufstehen. Ohne Beine kann man nicht kicken. Ohne Beine kann man nicht Fußball spielen oder etwas anderes. Also wenn wir vielleicht eine Liste machen, dann verstehen wir, mein Gott, die Beine sind so wichtig. Hunderte Sachen erledigen wir nur mit diesen Beinen. So ist auch mit eigentlich Händen oder Kopf oder es gibt vieles. Die machen wir also automatisch und merken nicht sogar, dass sie so wichtig sind. Aber wenn etwas von also ihnen fehlt, nur dann merken wir. Zum Beispiel, wir haben Mama und wir denken, was macht Mama? Mama kocht, okay. Aber das ist nicht nur also kochen. Es gibt hunderte Sachen, die wir vielleicht merken, wenn Mama nicht da ist. So ist das auch mit dem Körper, leider. Oder Körperteilen. Mit Körperteilen. Das ist wirklich so wichtig. Danke. Ja, Barkha. Bitte schon. Heutiges Thema, Leben nach dem Unfall.
überall passieren, sei es auf der Straße, im Straßenverkehr, zu Hause, bei einem Picknick oder Jugendbussen und so weiter. Sie können klein oder groß sein. Bei kleinen Unfällen erholen sich die Menschen schnell, bei großen Unfällen dauert es lange, bis sie sich erholt haben. Manchmal müssen die Menschen einen Rollstuhl oder einen Stock benutzen, um zu überleben. Je nach Intensität des Unfalls ist das Leben nach dem Unfall betroffen. Ich erinnere mich, dass ich im April 2021 einen Unfall in meiner rechten Schulter hatte. Das war ein schwerer Unfall in meinem Leben. Nach der Repositionierung meiner Schulter trug ich eine Woche lang eine Gurt. Dann begann die Physiotherapie vor 3 Monaten. Jetzt denke ich, dass es mir besser geht. Ich habe mich zu 80% erholt. Ich kann alle Arbeiten verrichten und ich mache weitere Übungen, um mich verstanden zu erfüllen. Meiner Erfahrung nach war es nicht einfach, aber das Leben geht fortweg. In meinem Heimatland passieren jeden Tag viele Unfälle. Einige Menschen werden verletzt oder schwerer verletzt, andere sterben. Nach der Genesung gehen sie weiter ihre Arbeit. Auch diejenigen, die schwerer verletzt wurden, machen mit Unterstützung gute Arbeitsfortschritte. Ich kann keine Vorteile von Unfällen erkennen. Ich kann sagen, wenn ein Mensch eine kleine Verletzung hat, kann er eine Pause von der Arbeit machen, um die Zeit mit der Familie verbringen oder in eine Fernhaus gehen, um sich zu entspannen und zu erholen. Manchmal manchmal muss ein Mensch seinen Job verlieren, Verlust von Kopf teilen. Manchmal ist es nicht möglich, sich um Verlust eines nahen Familienmitgliedes zu erholen. Zumindest meiner Meinung nach hängt das Leben nach einem Unfall von der Intensität des Unfalls und der Verfügbarkeit von Dienstleistungen und Pflege für die Person auf. Wir müssen alle Herausforderungen des Lebens annehmen. Ich hoffe, das Beste für jeden. Danke so. Bitte schon. Ja, wir alle hoffen das Beste, dass wir führen das Leben richtigerweise genießen und auch wenn etwas so, also auf dem Weg passiert, dann haben wir auch Mut, das Leben immer noch positiv zu nehmen. Ja, noch jemand? Kann ich weiter etwas sagen? Natürlich. Als ich Kind war, ich habe eine Geschichte über eine Tänzerin gehört, dass sie hat ihr Bein verletzt wegen einem Unfall. Und jetzt ist eine sehr bekannte Schauspielerin und auch Tänzerin, vielleicht viele Personen hier ihnen kennen. Sie heißt Sudha Chandran. Sie hat in vielen Fernsehen Folgen schauspielt und in einem Autounfall, sie hatte ihre Bein verletzt, und aber sie hat durch Jaipur Footwear wieder Dance Praxis angefangen und schnell war sie
wieder eine gute Tänzerin war. Und das ist auch ein tolles Beispiel, dass wie man schlechte Seite im Leben vermeiden können, und wenn er oder sie stark ist. Aha, ja, richtig. Also es gibt auch Menschen, die nach dem Unfall auch eigentlich wichtig, also sehr Wichtiges gemacht haben und das Leben wunderbar weitergeführt haben. Natürlich, die meisten ja werden das weiter richtig leben, aber einige geben auf. Das hängt davon auch ab, wie eigentlich die Umgebung ist, wie die Menschen verhalten. Aber wir sollten auch dafür bereit sein. Also das Leben, jemand hat am Anfang gesagt, das Leben ist nicht sicher. Irgendwann passiert was. Also wenn wir auch über solche Themen sprechen, dann also werden wir auch reif. Oh, sowas kann auch im Leben passieren. Das sollte nicht plötzlich ein Schock. Ja, wir sollten dafür auch bereit sein. Alles kann geschehen im Leben. Und ja, und wir sollten nicht viel erwarten. Die heute uns sehr wichtig sind, ist es möglich, dass sie uns nicht weiterhelfen könnten. Und wir müssen das weitere Leben selbst allein führen. Alles ist possible, also möglich. Klar. Next, noch jemand? Man sollte vielleicht, also demgemäß, alles gestalten können. Zum Beispiel, ich kann nicht aus dem Haus, und dann muss ich auch solche Berufe nehmen oder solche Aktivitäten, die ich besser kann, die ich auch von zu Hause kann. Wir sollten nicht so denken, nein, nein, ich habe das immer das gemacht und nur das kann ich weitermachen. Wenn wir so denken, dann geht nicht. Man muss ja vielleicht noch kreative, innovative Ideen immer suchen und demgemäß planen. Ich denke, alle haben schon gesagt, was sie sagen wollten. Vielen lieben Dank, Freunde. Kein Problem. Morgen treffen wir mit einem neuen Thema. Das also teile ich heute vielleicht relativ, also zeitlich. Gestern wurde das zu spät geteilt. Dankeschön. Bis morgen dann. Bis morgen, Solf. Bis morgen, Sir. Danke schön. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen.